das annehmen muss, den Opfertod. Das muss man glauben. Das war's. Wir Muslime sagen, du musst glauben an Gott und so weiter und gute Werke tun. Das heißt, Kollege, den ersten Punkt hast du beantwortet als Islam. Du sagst, Jesus ist nicht Gott. Den zweiten Punkt, was hast du dort gesagt? Hast du auch Islam beantwortet. Das heißt, in deinem Inneren glaubst du an Islam. Dann frage ich dich, und dann kommt die Finishing Move-Frage. Kennt das ja, ne? Haben wir schon gehabt. Wer den Dawa-Kurs 3 gesehen hat, kennt ihr Finishing Move hier? Beim Wrestling gibt es ja Finishing Move. Zum Beispiel Gorilla Press und Bear Hug und Tombstone und sowas, ja? Ja, und alles Mögliche. So. Hier sagst du dann zu ihm, okay. Hier sagst du dann zu ihm, okay, wenn du in beiden diesen wichtigen Punkten an das glaubst, was der Islam sagt, was hindert dich dann, den Islam anzunehmen? Glaub mir, diese Frage ist ganz wichtig. Was hindert dich, den Islam anzunehmen? Der wird noch ein bisschen hartnäckig sein, aber dann sagst du zu ihm, guck mal, geh heute nach Hause und mache bitte Gott um Rechtleitung. Und denke an diese zwei Sachen. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott war, und wenn du nicht glaubst, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, dann bist du kein Christ. Dann bist du eigentlich, glaubst du an Islam. Das Einzige, was dir noch fehlt, ist, du musst es aussprechen. Weil alleine an die Sache zu glauben, reicht nicht. Denn Abu Talib hat auch geglaubt, dass der Prophet a.s. die Wahrheit sagt. Aber er hat es verweigert zu folgen, weil er der Religion seines Volkes weiterfolgen wollte. Ist genau dasselbe. Und wisst ihr, wie viele Leute es gibt, die diese Einstellung haben? Bruder, wenn du jemanden hast, der zu dir sagt, ist mir egal, auch wenn Islam richtig ist, werde ich ihm nicht folgen. Was willst du groß diskutieren? Glaub mir, Bruder, es gibt welche davon. Ich habe es selber schon gehört. Leute haben gesagt, selbst wenn ich wüsste, der Islam ist richtig, und selbst wenn er wüsste, der Islam ist richtig und er würde in die Hölle gehen, er wird der Sache nicht folgen. Davon sehen wir so viele. Abu Talib hat es gewusst. Iblis, er weiß ganz genau, dass er auf dem falschen Weg ist und er weiß ganz genau, dass er in die Hölle gehen wird. Und Iblis kann Tauber machen. Theoretisch kann er Tauber machen. Aber er wird keine Tauber machen. Allah weiß, er wird keine Tauber machen. Er wird keine Tauber machen. Und so ist es auch mit vielen Muslimen heutzutage. Viele Muslime, die wissen, ihr Weg ist falsch. Aber sie folgen dem Weg nicht. Und ich gebe euch das als Antwort dafür, dass die Strafe ewig ist. Manche Leute sagen, guck mal, der hat 70 Jahre Sünden gemacht und dann kriegt er eine ewige Strafe. Was sagst du dann zu ihm? Allah sagt im Koran, einem Vers, dass wenn sie zurückkehren würden, sie würden dasselbe nochmal machen. Das heißt, das ist denen ihr Zustand. Und außerdem hat Allah weiß, was gerecht ist. Und das ist denen ihr Zustand. Das heißt, wenn er zu dir sagt, ja warum, der hat 70 Jahre Sünden gemacht und dann kriegt er 100 Jahre Strafe, warum? Warum nicht 70 Jahre? Erstens, Allah ist der Befehlshaber, ist derjenige, der die Gesetze macht. Punkt Nummer 1. Und Allah weiß am besten, welche Strafe gerecht ist. Punkt Nummer 2. Diese Leute, wenn sie kommen, wiederkommen würden, sie würden dasselbe nochmal machen. Das ist das, wie Allah das im Koran beschreibt. Die sagen zu Allah, lass uns noch einmal zurückkehren, wir werden es ändern. Er sagt, ihr lügt. Ihr würdet genau wieder dieselbe Sache machen. Das heißt, das ist denen ihr Zustand. Und so siehst du es heute mit vielen Leuten. Die sagen, ja, irgendwann fange ich an. Ich sage jetzt nicht, der ist Kafir, ist ja klar, ist ein Muslim jetzt. Und genauso dort auch. Du hast es mit Leuten zu tun, die wissen, dass der Islam richtig ist, aber die folgen dem Islam nicht. Die erste Dings vom heutigen Dawa-Kurs, die erste Frage war, warum, was macht es leicht bei der Dawa mit diesen verkappten Christen oder Deisten? Was macht leicht diese Dawa? Da habe ich eine Regel genannt, das habe ich auch auf Arabisch genannt. Das hatte mit Akida zu tun. Da habe ich dieses Beispiel gebracht mit dem Becher. Komm, beantwortet mal hier. Was macht es leicht? Ja. Ja, jemand, der keine feste Akida hat, der ist eben leichter zu beeinflussen, als jemand, der, egal ob richtig oder falsch, fest in etwas ist.
ganz genau. Das ist ganz genau. Es gibt halt Leute, die sind voll von einer Sache überzeugt. Ja, und der nicht voll von einer Sache überzeugt ist, Akida bedeutet fester Glaube, an den kein Zweifel kommt. Das ist Akida. Egal, ob der Glaube erstmal richtig ist oder falsch. Das heißt, vielleicht gibt es einen Buddhisten, der hat eine Akida. Das ist eine falsche Akida, weil er einen falschen Glauben hat. Ja? Aber es ist eine Akida, es ist ein fester Glaube, an den kein Zweifel kommt. Der ist von seiner Sache überzeugt. Ja, das war die erste Sache. Deswegen ist es oft, das ist ein Grund, warum es leicht sein kann. Es gibt natürlich andere Dinge, die es eventuell erschweren. Dann war der erste Punkt, wenn wir es mit so einem Christen haben, zwei Fragen, die wir ihm stellen. Frage Nummer eins war was gewesen? Glaubst du das? Dass Jesus Gott ist. Punkt. Genau. Frage zwei war, wie kommt man ins Paradies? Punkt. Weil wenn er sagt, und so, dann muss er darauf antworten, muss er eine Antwort geben. Normalerweise, bei Katholiken sogar, gibt es heute noch in den Krankenhäusern eine Nottaufe. Weil im Römerbrief 6 wird klar, also Römerbrief 5 und Römerbrief 6, das sind die entscheidenden Stellen in der Bibel, dass man nur ins Paradies kommen kann, indem man sich auf den Tod von Jesus taufen lässt. Also durch die Taufe nimmt man den Opfertod von ihm an. Deswegen gibt es Nottaufe, damit das Baby, und das wurde auf dem Konzil 405 in Karthago festgelegt, dass ein Baby, das stirbt, ungetauft in die Hölle geht. Ja, das ist, heutzutage versucht man natürlich diese Sachen alle unter den Teppich zu kehren, ist natürlich klar. Das heißt, es sind Sachen, die man merkt, die ihr euch merken müsst. Ja, dass ihr sagen müsst, Nottaufe in katholischen Krankenhäusern. Karthago, Konzil von Karthago, 405 nach Christus, wurde gesagt, Babys, die in die Hölle gehen, Babys, die nicht getauft sind, gehen in die Hölle. Deswegen gibt es heute Nottaufe noch, immer. Obwohl das mittlerweile schon wieder ein anderer Akida geworden ist. Die sagen mittlerweile, nee, komm doch nicht in die Hölle oder Vorhölle und was auch immer. So, wenn er dies sagt, dann sagen wir, du bist eigentlich näher zum Islam als zum Christentum jetzt, weil du glaubst eigentlich, diese zwei Punkte glaubst du genau das, was Islam ist. Und dann halt ihn zum Pfarrer schicken, sagen, frag ihn mal. Und dann, was sagen wir aber vorher? Aber was ist, wenn der Pfarrer mir recht gibt? Wenn er sagt, das heißt, die Christen glauben, dass Jesus Gott ist. Aber wird der Pfarrer das tun? Natürlich sagt er das. Jetzt wird er den Glauben verleugnen. Was? Deswegen sind die Kuffar, weil die wissen ja die Wahrheit. Nicht alle. Die leugnen das. Nicht alle. Nicht alle. Ist nicht unbedingt ein Dings, dass die Wahrheit zu wissen. Ist nicht unbedingt ein Dings für oder an die Wahrheit zu glauben. Nicht jeder. Es gibt Leute, die leugnen den Glauben und die wissen, dass es richtig ist. Es gibt Leute, die sind arrogant. Es gibt Leute, die halt von einer anderen Sache überzeugt sind. Gibt es verschiedene Gruppen. Aber der wird das ganz klar sagen, dass das Christentum glaubt, dass Jesus Gott ist. Was anderes kann er nicht sagen. So. Dann kommt das Argument, das, was viele Leute sagen. Viele Leute sagen zu dir, in der Dawa, wenn du mit jemandem redest, gerade Nicht-Muslime, gerade solche verkappten Christen oder so Leute, die Deisten sind, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Wenn du sie fragst, wie kommt man denn ins Paradies? Glaub mir, Bruder, merkt euch diesen Weg. Wie kommt man denn ins Paradies? Dann wird er sagen, Hauptsache man ist ein guter Mensch. Wie oft habt ihr das schon gehört? Hauptsache guter Mensch. Hauptsache man ist ein guter Mensch. So, dann stellen wir die erste Frage. Das ist eigentlich ein positives Aufwerten, eine gute Art, mit Leuten zu reden. Sagst du, stimmt. Du hast vollkommen recht. Ich gebe dir recht. Hauptsache guter Mensch. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wann bist du denn ein guter Mensch und nach wessen Maßstab? Okay? Das heißt, dann die nächste, das waren diese zwei Fragen. Jetzt kommt die dritte Frage. Wenn er sagt, wie antworten wir auf jemanden, der sagt, Hauptsache guter Mensch? Was sagen wir zu ihm? Wir sagen zu ihm, stimmt, du hast vollkommen recht. Aber nach wessen Maßstab guter Mensch? Nach deinem Maßstab? Nach meinem Maßstab? Da kannst du Beispiele bringen. Dann sagst du, jeder Mensch nach seinem eigenen Maßstab ist ein guter Mensch. Fast jeder Mensch. Ach, ich glaube es mir, der Dieb hier, der in der Bank, heute habe ich einen getroffen, so tätowiert von Kopf bis Fuß, ja, ich glaube, der war auch betrunken. Hat er sich eine Express gezogen, das ist eine Tageszeit im Köln-Bonner Raum. Und ich bin an ihm vorbei und ich habe dann geguckt, was auf dem Titelblatt steht von der Express. Da sagt er, hier, nimm Zeitung, so und so.
Sag ich, ach, gibt heute kostenlos die Zeitung? Sagt er, ja, für dich kostenlos. Sag ich, ach so, wie, ist das heute kostenlos oder, ach so, ja, nö. Ich bezahle nie hier, ich mache immer so und so. Sag ich, das ist Diebstahl, ne, sag ich zu ihm. Ich ist am Lachen. Jetzt frag ihn doch mal, das ist klarer Diebstahl. Stell dir mal vor, jeder würde die Expresso klauen, geht die Zeitung pleite. Verstehst du, was ich meine? Ich meine, es haben wir auch nichts verloren, weil die immer nackte Frauen vorne auf dem Titelblatt haben, aber trotzdem.